Hallo ihr Lieben, es gibt wieder eine neue Glossy Box. Ja. Und zwar diesmal ist das die Pop Art Edition und ich habe die gelbe. Ich glaube, es gibt vier verschiedene. Und die werden wir ja zusammen auspacken und ich bin voll gespannt, weil ich schon zwei Unboxings davon gesehen habe und die richtig gut fand. So, schauen wir mal rein. Hier, Pop Art Edition. So. Ja, da gucke ich jetzt nicht so genau rein. Dann machen wir das mal auf. So. Da haben wir erstmal von Lavera irgendwas mit Werde VIP, bla bla. Und dann. Okay. Haben wir von Lavera ein Glossy Lips. Ja, Lipgloss oder sowas. Ah, hier. Der kostet 6,95 Euro und sieht eigentlich ganz schön aus. Schauen wir mal. Ja, sieht ganz schön aus. Also ganz gut. Weiter geht's. Dann haben wir von... Keine Ahnung. Irgend so eine Handcreme. Wird bestimmt hier drin stehen, von was die ist. Von Fix and Rouge Mini Handcreme. Die Originalgröße, also das ist eine Probegröße, denke ich mal. Die Originalgröße sind 20 ml und kostet 4,99 Euro. Und ich habe irgendwas, was auch so ähnlich aussieht, aber ich weiß nicht, ob das von der Marke ist. Aber das, was ich habe, riecht mega, mega gut. Mal gucken, boah, ich krieg die Scheiße nicht auf. So, jetzt. Ja, das riecht auch ganz gut, aber voll wenig riecht das irgendwie. Keine Ahnung. Weiter geht's. Dann haben wir von Nails in London matt irgendwas. Vielleicht so ein matt Überlack. Mal gucken. Kostet auf jeden Fall 15,20 Euro. Alter Lachs. Den Topcoat einfach über dem Nagellack auftragen, trocknen lassen und mit dem matten Finish ein modisches Statement setzen. Ja, das finde ich cool. So einen matten Nagellack oder matt Topcoat habe ich noch nicht. Finde ich cool, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Schauen wir mal. So, und dann haben wir noch von So Susan oder So Susan oder was auch immer eine Mascara, die nicht aufgeht. Mann, so, jetzt. Mann. Die kostet 15,90 Euro. Ja. Gucken wir mal. Voll das kleine Bürstchen. Ja, muss ich mal gucken, ne? Ob die geil ist. Schauen wir mal. So, und dann haben wir noch ein Produkt. Und zwar... Ah, das ist cool. Von Benefit, diese Augencreme, die ich schon mal hatte in meinem Adventskalender. Oh, ja, wow. Wow, wow, wow. Hier die It's Potent Eye Cream. Die finde ich mega gut. Also, boah, das ist richtig geil, dass die da drin ist. Die mochte ich mega gerne. Und die Originalgröße mit 14,2 Gramm kostet 32 Euro und das ist ein Probedöschen. Ja, das war's. Und ehrlich gesagt... bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, weil, ich habe nämlich ein Unboxing von, Moment, ich muss mal kurz das aufsammeln, was ich hier runtergeschmissen habe, von Rebecca Flöter und von Dagi Bee gesehen und die hatten beide diese mega coolen, ach, so Schablondinger da drin für Fotos und so und irgendwie so ein Essie-Nagellack und so, also ich glaube, das war irgendwie so eine Special-Box oder so. Voll blöd. Auf jeden Fall hätte ich das auch gern gehabt. Vielleicht ist meine ja nur so, oder das sind so Special Boxen für die Leute. Keine Ahnung, auf jeden Fall dachte ich, ich krieg das auch. Aber jetzt mal abgesehen davon finde ich die Box cool. Also, ja doch, gefällt mir, was da drin ist. Aber trotzdem hätte ich gern diese Fotodinger gehabt. Manu. Naja, egal. Das war jetzt das neue Unboxing-Video. Also die Box finde ich ganz cool, wie gesagt. Nur ich hätte ganz gern das auch gehabt. Aber egal. Ja.
Dann verlinke ich euch jetzt mal hier in mein letztes Glossybox-Unboxing-Video und wünsche euch noch einen sehr schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!